Wir müssten bitte diese Kochjournalist in Englisch führen, weil wir haben eine englische Bio-Journalistin am Tisch. Ich überhinde das mal. Nein, ich kann nur Russisch und Polnisch. Deswegen ist das so einfach auf Kohle. Die ist aber Vegetarierin und dann hat sie gesagt, aber sie probiert mal die Bavarian Wurst über. Naja, aber es ist jetzt bei zwischen zwei Snowboard-Leuten, die sehr gut Englisch können, die übersetzen. Genau. Ja, bei uns wird wieder gekocht. Den ganzen Tag über brutzeln sie schon drüben und auch jetzt ist wieder eine Kochrunde angesagt. Ich guck mal rüber zu den Möbelmachern, zu Arabischdanzer. Und bei dir ist es heute ganz königlich, oder? Ja, Susanne, wir haben ja schon unsere Krone hier dabei. Aber dazu später, denn wir haben jetzt etwas ganz Besonderes. Es ist eine ganze Familie, die hier steht. Eine Familie aus Neumarkt, die wir dann auch gleich noch vorstellen. Aber zunächst mal sagt uns der Norbert Wittmann. Grüß Gott. Was sagen? Grüß Gott, ist gut, ja. Grüß Gott, Ihnen auch, grüß Gott. Und dann erst mal, was es gibt. Also, wir haben uns eine sehr, sehr lange Zeit schon mit der Weißwurst verschwiegen. Wir kochen halt auch mit der Weißwurst. Jedem geht es doch irgendwann, also wenn er irgendwann beim Metzger Weißwurst kauft für ein Weißwurstessen und ihnen bleibt doch dann bestimmt ab und zu mal eine oder zwei oder drei über. So, was machen sie denn mit denen, die am nächsten Tag noch mehr warm machen? Das kommt gar nicht so ganz an, das schmeckt einfach nicht. Nein, aber die Weißwurst dann zu verkochen, ob das jetzt eine panierte ist, ob das eine gebackene ist, ob das ein Carpaccio ist. Und so haben wir uns auch mittlerweile ein Kochbuch geschrieben, mit 64 Gerichten aus der Weißwurst. 64. Und heute haben wir zwei Exponate sozusagen rausgenommen. Das heißt, wir machen heute ein Weißwurst-Carpaccio, ganz klassisch, wie man auch ein Rinder-Carpaccio macht. Und dazu gibt es dann noch eine Weißwurst mit einem Wokgemüse. Sie sehen schon, die bayerische asiatische Kombination passt auf alle Fälle zusammen. Bayerisch-asiatische Neumarkt gut beheimatet. Also. Wir wollen aber gleichzeitig, weil wir jetzt einen Weißwurst haben, ausnahmsweise mal von unseren Bio-Winzern eine Pause machen. Wir haben nämlich drei tolle Bio-Winzer hier im Land und gehen rüber zur Lambsdorff. Da ist nämlich das Weißbier zu Hause, natürlich auch das Bio-Weißbier. Und da haben wir die Chefin, die uns jetzt servieren wird und die uns auch ein bisschen was über das Weißbier dazu erzählen wird. Die hat nämlich das Mikrofon in der Hand und Susanne Horn. Applaus zunächst mal für den... Ja, Applaus ist immer gut. Ja, nee. Susanne Horn, die Chefin, serviert selbst. Oder, immer selbst. Immer selbst und auch noch ein Mikrofon in der Hand, gar nicht so einfach. Heute mit dem Bio-Weißbier von der Lambsdorff. Das ist doch ein Service hier für die Testesser. Haben nur zwei bestellt? Nein, nein, nein. Es kommen noch sechs nach. Okay. Ich bin noch nicht so fit wie die Oktoberfestbedienungen, auch schaffe ich nicht. Du arbeitest damit dran. Vielleicht geht es dann bei der Nadja mal in die Lehre, dann wird das was, oder? Ja, wenn Weißwurst und Weißbier sich da vereinen auf diesem Weg, das ist das Beste. Wie weit seid ihr aus Landerluftlinie? 800 Meter? Also man kann es gut laufen. Das ist ja beim Weißbier durchaus auch mal hilfreich, ne, wenn man das zu Fuß machen kann. Susanne, was Besonderes über das Weißbier von der Lambsdorff? Ich kann jetzt sagen, es schmeckt besonders gut, aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich selber sage, nein. Es passt gut zum Kochen, auch wir verwenden nur natürliche Zutaten, Bio-Zutaten und wir verwenden wirklich noch die Zutaten, also wir kriegen nichts fertig. Momentan, wenn man zu uns auf die Brauerei auf dem Hof kommt, fühlt man sich wie im... Raiffeisen Lagerhaus, momentan liefern die Landwirte die Gerste an und den Weizen. Heute müsste der erste Weizen gekommen sein, damit wir wieder vernünftiges Weißbier machen können. Und das ist so das, was uns zu vielen anderen Brauereien unterscheidet. Wir haben von Anfang an, vom Acker bis dann ins Glas, alle Zutaten, alle Zubereitungen, alles bei uns in der eigenen Hand. Ihr habt sogar noch ein bisschen vorher angefangen, weil ihr viele Landwirte erstmal dazu gebracht habt, überhaupt das Bio-Getreide anzubauen. Ja, wir haben in Neumarkt die höchste Dichte an Ökolandwirten in Bayern und da sind wir ein bisschen stolz mit drauf, weil viele haben mit uns nämlich angefangen, Braugerste, Brauweizen anzubauen, haben mittlerweile natürlich noch ein oder zwei andere Standbeine, machen wir leckeres Gemüse oder Obst oder was auch immer. Aber sehr viele sind über uns dazugekommen, weil wir einfach feste Preise, feste Abnahmegarantien geben und dann traut man sich vielleicht leichter mal umzustellen. Super.
Also vielen Dank an Susanne Holl und vor allem an die Lambsdorff für die wunderbare Zusammenarbeit hier, die auch die ganzen Tische stellen, die den ganzen Aufwand hier betreiben, um die Bio-Erleben zu dieser Veranstaltung zu machen, die sie ist. Also wir sind sehr dankbar, euch zum Nachbarn zu haben. Und nochmal Applaus. Dankeschön. So, zurück zur Weißwurst. Ich habe auch eine Aufgabe bekommen, ich soll die Weißwurst schälen. Da gibt es ja natürlich auch verschiedene Möglichkeiten, weil da beschäftigt euch sich ja auch damit, oder? Also die erste Frage war natürlich, soll ich es auszutzen? Aber nachdem ich ja für Sie die Weißwurst in Streifen schneiden soll, ist das Auszutzen wahrscheinlich nicht so ganz ideal. Ich habe gesagt, das kommt jetzt, glaube ich, nicht so gut an. Ja. Ich halbiere sie. Du halbierst sie jetzt, schneidest sie mal in der Mitte durch und machst dann solche Streifen, so 3 cm. So esse ich sie auch. Wie esst sie oder wie empfiehlt ihr das Essen? Wir haben ja eine Weißwurst-Akademie auch in Neumarkt. Ja, wir lehren das ja und ich empfehle dir einfach mal so ein Seminar zu machen. Und okay, fast schlecht, oder? Das in Perfektion. Also ich mache sie dann normal so, dass ich es dann mit dem Rücken vom Messer da nochmal durchziehe, um die Haut da hinten nicht durchzuschneiden. Ganz genau. Wichtig ist, dass man es nicht durchschneidet. Das heißt, der Darm sollte eigentlich zusammenbleiben. Und eigentlich erkennt man schon an dem Darm, wenn man sie absieht, wie gut die Weißwurst ja gebrüht ist. Sie merken das alle, wenn man irgendwann mal eine Weißwurst isst, wenn man überhaupt nur aus dem Darm rausschälen kann oder raushalten kann. Wenn das alles, das Brät am Darm im Prinzip wachen bleibt. Oder das ist eigentlich ein Zeichen, dass die Weißwurst dann nicht richtig gebrüht ist. Die ist eindeutig zu heiß gebrüht worden. Und das passiert bei einer richtigen, guten, ideal. So ist die Weißwurst, wenn sie gut gebrüht ist. Ja, anfangs vielleicht einmal einen Tipp, wie man eine Weißwurst richtig aufbrüht. Da passieren ja die tollsten Sachen. Und da habe ich schon in manchen Wirtshäusern, wenn wir auf Seminar gehalten haben, die tollsten Sachen erlebt. Der eine schmeißt ins kalte Wasser, dreht auf. Ja, irgendwann, wenn es kocht, dreht er dann ab. Also da braucht man halt immer ziemlich viel Glück dabei. Also das Beste, das Idealste ist immer genügend Wasser zum Kochen bringen. Ich empfehle immer, wenn man 4 Weißwurst warm macht, mindestens 2-3 Liter Wasser nehmen, das Wasser zum Kochen bringen. Wenn das Wasser kocht, geben Sie einfach eine Prise Salz mit rein, stellen dann das Ganze beiseite, weg von der Flamme, weg von der Hitze, schmeißen dann die Weißwürste einzeln hinein, ganz wichtig einzeln. Denn Sie essen ja nacheinander die Weißwurst und das Schlimmste ist ja, wenn man irgendwann einmal 3 Weißwürste zusammen bestellt und kriegt die alle miteinander am Teller, also bis Sie die dritte essen, ist die eigentlich schon kalt. Also einzeln abschneiden und dann 10 Minuten mit dem Deckel vielleicht 10 Minuten drin ziehen lassen, auf keinen Fall mehr zurück auf den Herd. Und so mit dem Wasserbad gleich servieren und so ist die Weißwurst vorzüglich gebrüht. Sie können es schön aus der Haut ziehen und vor allem das Brät, das verklebt natürlich so am Darm. So ist es also richtig und vor allem muss man auch sagen, manche haben natürlich die Weißwurst soll richtig heiß serviert werden. Das darf man nicht sein. Das heißt, die Weißwurst hält überhaupt nicht mehr als 73, 74 Grad aus und heißer kann es im Gottes Namen auch gar nicht serviert werden. Das heißt, wenn man die Weißwurst im Dampfgarer macht, soll man es auch gar nicht so auf 95 Grad gehen, sondern auch bei 70 Grad bleiben. Auch bei 70 Grad bleiben. 70 Grad ist ideale Temperatur. Bei uns ist es ja so mittlerweile, es gibt ja keine rohen Weißwürste mehr. Ganz früher hat man ja rohe Weißwürste verkauft. Das gibt es also absolut nicht mehr. Also bei den Metzger, wo sie es kaufen, natürlich bei den Biometzger sind die immer schon vorgebrüht, ist ganz klar. Das heißt, die braucht man nur noch erwärmen, also die brauchen das überhaupt nicht mehr zum Dampfen bringen. Deswegen ist auch die alte Geschichte, dass es Mittagsleute nicht hören darf, dadurch vergessen, weil dieses Vorbrühen natürlich auch bedeutet, dass die leichte Verderblichkeit damit weg ist. Ganz genau. Früher wurden die Weißwürste ja immer früh morgens hergestellt und ganz früh morgens hat der Metzger die auch ganz früher geschlagen mit der Hand, wurde also mit dem Wiegemesser, wir haben auch ein Weißwurstmuseum in Neumarkt, betreibt unsere Familie und da sieht man also alles, was so 100, 200 Jahre, was da alles passiert ist und vor allem, wie damals Handwerk gearbeitet hat. Und da sieht man also, dass das sehr mühsam war und es ist einfach damals roh geschlagen worden und damals vor 100 Jahren noch kein Kühlschrank. Also konnte man so eine Weißwurst überhaupt nicht kühlen, lagern. Also war nicht möglich und darum hat es mit dem Zwölfeleiten auch zu tun, weil man gesagt hat, vor den Mittagsleuten sollte eine Weißwurst stets gegessen werden. Also nachdem wir den Norbert Wittmann haben Sie jetzt schon ein bisschen kennengelernt, den Chef von der Weißwurst-Akademie und dem Gasthaus und Hotel? Gasthaus, Hotel, ja. Wie viele Zimmer habt ihr? 35 Zimmer. Okay, also das ist natürlich hilfreich, weil wenn man zur Weißwurst auch ein paar Weißbier trinkt, dann ist es kein Fehler, wenn man sich auch danach dann bei euch ins Bett legt. Ein paar Lachsbräu, Weißbier mehr, können Sie direkt bei uns übernachten. Ja, aber wir haben auch noch ich habe die ganze Familie Wittmann vorgestellt, das heißt, wir haben auch den Tim da, der Tim hat auch. Tim, kriegt jetzt mal kurz das Mikrofon bitte in die Hand. Na? Habt ihr? Ja, genau, der Ton ist schon drauf.
Tim, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Schon das zweite Mal. Ja, gerne. Ja, das ist super, weil das letzte Mal hast du noch Metzger gelernt. Ja. Und jetzt? Koch, genau. Das heißt, also erst die Metzgerlehre komplett abgeschlossen. Genau, dann Metzgermeister gemacht. Vor schon Metzgermeister, ja noch. Genau, der zweite Metzgermeister noch. Und jetzt bin ich gerade dabei, noch einen Koch zu nennen. Okay, ja. Also dann sind aber alle Eigenschaften, die wir so haben muss in der Gastronomie bei euch, dann genau. Ist es vereinfacht. Ne? Genau. Ja. Der Vater liegt stolz. Ich glaube, wir haben also drei Kinder. Ich habe es geschafft, alle drei Kinder zu animieren, in unserer Branche zu bleiben. Und das, ja, das ist schon ein kleiner Erfolg. Ja, ist es jetzt freiwillig? Ja, freiwillig. Alle mal weg. Sei mal ganz ehrlich, der Vater hört es nicht. Ist es. Ja. Also ist die Familienatmosphäre bei euch einfach so, dass man sagt, Mensch, das ist klasse, da können wir gemeinsam was machen. Ja, da können wir gemeinsam was machen. Hast du schon so einen Teilbereich, wo du sagst, da willst du hin? Ist es mehr die Küche, mehr die Metzgerei, mehr Ding? Ja, das ist beides eigentlich. Macht beides Spaß. Küche ist seine eigene Art. Und ja, macht aber nicht beides Spaß. Ja. Ne, ich meine, ihr habt ja auch die ganze Bandbreite von euch. Ich meine, ihr müsst Marketing machen, ihr müsst mit der Akademie, ihr müsst mit Mission, ihr habt ja alles. Wird natürlich irgendwann alles verteilt. Auch unser Kleinste, der da vorne sitzt, die vorher auch am 1. September ihre Hotelfachfrau-Lehre macht, der wird dann irgendwann einmal, denke ich mal, alles was das Kaufmännische und so weiter, Marketing mehr übernehmen, aber so ist jetzt bei uns, die Nadja macht den ganzen Hotelbereich, ist also gelernte Hotelfachfrau und macht also das Hotelrezeption natürlich mit vielen Mitarbeitern und den Restaurantbetrieb und der Tim ist jetzt schon, ja, sagen wir, der eigene Küchenchef, der schon ziemlich zuverlässig sein Handwerk hier ausübt. Wollte ich eigentlich von ihm hören, ja, aber jetzt der Vater sagt, es okay. Die Botschaft ist. Aber die Nadja wird ja schon beneidet von den Kindern und vom Helmut. Er hat, weil die Nadja hat eine Krone auf. Oder? Über das Mikrofon. Die Nadja, man kann es ja auch lesen. Ja, grüß Gott, ich bin die Nadja Wittmann, ich bin die erste bayerische Weißwurstkönigin. Ich bin letztes Jahr am 6. Oktober in Bodenmais gekrönt worden. Es waren insgesamt 53 Bewerberinnen, zu siebt waren wir dann im Finale. In der Jury ist unter anderem auch der Sepp Meier gesessen, die Monika Baumgartner. Ja, und jetzt repräsentiere ich noch bis Ende September die weltweit bekannte Weißwurst und natürlich vor allem auch das Metzgerhandwerk, das man den Menschen wieder näher bringen muss. Wie wertvoll das unsere Metzgereien, Bäckereien, aber auch Wirtshäuser sind. Uns geht einfach ein Teil unserer bayerischen Kultur verloren. Da ist die EU natürlich ein wesentlicher Maßstab, die weltweiten Metzgereien, die kleinen Metzgereien, die geschlossen haben, weil sie selber nicht mehr schlachten durften und den ganzen Aufwand nicht treiben konnten, um das so umzubauen. Ich meine, das Gemeine daran finde ich ja, sowas könnte man ja begründen, wenn ein Haufen Menschen gestorben wären. Aber es gab ja nie einen Kranken durch die kleinen Metzgereien, sondern nur durch die Verbrechen der Großen. Genau, es ist nie was passiert. Die Skandale haben eigentlich nur die Großen ausgelöst. Es ist noch kein Metzger von einem Metzger ausgegangen, dass jemand erkrankt ist, dass jemand gestorben ist. Es waren immer die Großen. Und leider Gottes ist es halt bei uns so, bei uns, wenn ein Tier auf der Straße misshandelt wird, dann schreit die ganze Nation, wenn die Discounter die Preise senken, dann rennt die große Nation und das kann nicht sein. Ja, damals zum Beispiel der Professor Haneke auch schon gesagt, vor langer Zeit, entscheidend ist zum Beispiel auch bei der Tierhaltung. Also wir haben natürlich den Biobetrieb, beziehen schon seit sehr langer Zeit, seit 12 Jahren von der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft aus Schwäbisch Hall. Wir haben auch in Forchheim, in Wiesenthal einen Biolandbauern, der uns Rinder liefert. Und er hat damals schon gesagt, der Professor Haneke, entscheidend ist zum Beispiel auch, damals hat man immer gemeint, die Fette sind schuld daran, weil man so viel fett ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Entscheidend ist natürlich, wie viel man isst. Das heißt, wir brauchen nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern wenn man was isst, soll man halt ein richtiges, gutes Stück essen. Und entscheidend ist natürlich, dass das Tier auch aus einer artgerechten Haltung kommt. Ich vergleiche immer ganz einfach mit uns Menschen. Wenn wir viel essen, wenn wir viel zu sich nehmen, dann müssen wir uns auch bewegen, dass wir gesund bleiben, dass wir einfach das ganze Immunsystem, dass alles einfach so im Gleichgewicht ist. Und wenn ein Tier sich bewegen kann, dann kann es auch zum Beispiel Purine ausscheiden. Purine sind die sogenannten Harnsäureregulatoren. Das heißt, es regelt die Harnsäure, wie hoch oder niedrig das bei uns dann auch, wie wir das dann zu sich nehmen. Und wenn man natürlich ein Tier isst, das aus einer Massentierhaltung kommt, das sich überhaupt nicht bewegen kann, ja, da braucht man sich nicht wundern, nach der ersten Schweinshaxe, dass dann die Gicht ruft. Ne? Das ist aber in erster Linie, dass einfach Purine bei so einem Tier nicht ausscheiden können. Und das Einfachste, das Natürlichste bei einem Schwein war und ist schon immer und bleibt auch für immer und ewig eine Sohle. Und ein Schwein hat früher immer in Freilandhaltung eine Sohle gehabt. Die Sohle war das Reinigungsbad. Wenn sich das Tier hat baden können, hat es automatisch Purine, also Harnsäure, ausgeschieden.
Und somit ist der Harnsäure wieder ziemlich weit unten gewesen. Und da hat es auch nichts ausgemacht, wenn man da 50 oder 100 Gramm mehr Fett zu sich genommen hat. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Aber wenn Sie natürlich heute Fleisch essen von Tieren, die auf einem Quadratmeter gehalten werden, die sich überhaupt nicht bewegen können, ja dann ist der Gang zum Arzt, bin ich überzeugt, nicht aufzuhalten. Nur, dass sie schnell fett werden. Nur, dass sie schnell Gewicht ansetzen, nur, dass und das ist eine rein finanzielle Geschichte. Ganz genau. Früher haben wir gesagt, ein Schwein sollte ein Jahr alt werden. Das pflegen auch unsere Bauern. Die werden es oft ein Jahr schaffen, so oft nicht, aber 10, 11 Monate haben sie immer. Und die Masse schafft es heute schon in 5 Monaten. Und naja, und ohne Zusatz geht es wahrscheinlich nicht. Das ist einfach nichts Natürliches. Deswegen sind wir hier auf der Bioleben, um zu zeigen, dass es nicht ein kleiner Spleen ist, den da ein paar haben, sondern dass es einfach ein sinnvoller Umgang mit Tieren ist, mit der Landschaft, aber natürlich auch mit den Menschen dann. Ganz genau. Im letzten Zusammenhang. Aber auch um Menschen. Ja. Eigentlich sind wir ja zum Kochen. Ja, die Menschen haben Hunger, soll ich etwas sagen. Also schon jetzt kann ich sagen, es ist die liebevoll angerichtete Weißwurst, die ich jemals gesehen habe. Also so einen Teller mit einer Weißwurst, das ist für mich neu. Königlich angerichtet. Königlich, sowieso. Du hast auch noch die Königliche. Und ich kann Ihnen eins sagen, die Weißwurstkönigin ist von mir biologisch selbst erzeugt. Ich meine, da wäre jetzt natürlich die Frage, wie hast du die Jury bestechen können, aber nachdem ja Nadja schon erzählt hat, dass die Jury nicht bestechlich war, hat sich da einiges offensichtlich ganz gut entwickelt, weißwurstechnisch. Und auch ja. Für die Weißwurst, weil ich weiß, zumindest, das machst du es ein Jahr, oder? Ein Jahr? Ja, doch, die Technik. Jan, nochmal das Hand. Es geht jetzt noch bis Ende September und dann wird die zweite Weißwurstkönigin in der neuen Welt. Und die hat dann auch wieder ein Jahr Amtszeit. Also genau. Die wird jährlich gemacht und dann, ja, die Zeit ist sehr kurz wahrscheinlich. Ne? Ja, schon, bis man reinkommt. Bis man reinkommt, bis man drin ist, weil viele so Königsgeschichten werden ja in der Zwischenzeit auch schon auf 2 Jahre gemacht. Ja, wenn man sagt, bis man drin ist, ist das ein Jahr rum und dann wäre eigentlich das zweite Jahr da, um das jetzt nochmal ausleben zu können. Das stimmt, ja. Naja, vielleicht arbeitet ihr ja noch an den Vorgarten. Aber wir sind bemüht. Was, die Finger sind ja überall drin? So, ich hab überall drin. Auch den Kopf, Kopf. Ja, da ist jetzt. So, jetzt müssen wir aber schauen, ob wir die Temperatur bringen. Denn die Leute haben ja Hunger weg gehabt. Ja, dann muss ich weiter rauf. Ich schon mal, oder Matja, den Parmesan. Also, wir machen jetzt das Weißwurst Carpaccio. Ganz klassisch, wenn Sie das zu Hause machen. Nehmen wir einfach die kalte Weißwurst, die am Tag vorher überbleibt, oder eine frische geht natürlich genauso. Dann schälen Sie die Weißwurst, wenn Sie mit dem Messer oder mit der Brotmaschine geht genauso, schön langsam und vor allem sehr dünn schneiden, langsam vorher, weil wenn Sie schnell schneiden, noch heute, ja. Dann richten Sie es einfach auf Ihren Teller schön ein bisschen gut für die Optik an. Außenrum ein bisschen Rucola-Salat, genau, ein Feldsalat, den man geht genauso, der auch ein bisschen bayerisch sein. Und dann machen wir nichts anderes als Olivenmehl ein bisschen erwärmen, den Pinienkerne, Kapern mit dazu, das Ganze nur ein bisschen anwärmen, dass da einfach ein wenig Aroma auch dazu kommt. Ganz zum Schluss nehmen wir ein paar halbgeschnittene, halbierte Sherry-Tomaten mit rein, die einfach auch ein bisschen für die Optik natürlich sind und den ganzen Farbe geben, dem ganzen Gericht. Ja, und das war's dann eigentlich schon. Sie brauchen das Ganze auch zum Beispiel nicht mehr salzen. Das heißt, die Weißwurst ist gesalzen. Beim Rucola-Salat braucht man nicht unbedingt Salz. Wir geben dann ein bisschen ein Glas drüber, ein Balsamico. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Und so schnell kocht man ein Carpaccio, ein Weißwurst-Carpaccio. Und ja, ich glaube, Sie werden erstaunt sein, dass man mit so einer einfachen Weißwurst auch mediterran einen Touch erleben kann. Und wir haben also vor ein paar Wochen einen Tester hier gehabt und der hat sich gar nicht mehr gekriegt von dem Weißwurst Carpaccio. Der hat gesagt, das war mit eins dem besten und dem ja, kreativsten, was er gegessen hat. Also ich glaube, jetzt nicht auf die Bühne rennen und nach dem Buch fragen. Das war nämlich mein erster Ding. Also, du hast ja die Bücher, gibst sie her, ich will auch eins. Es ist noch nicht ganz fertig. Nicht ganz fertig. Also wir haben auch dieses Weißwurst Kochbuch schon am fertig machen. Es wird gerade gedruckt, es wird wahrscheinlich Mitte August rauskommen. Der Titel des Kochbuchs ist Königliche Weißwurst, 60 Mal zelebriert, 60 Mal ein Durcheinander. Es sind also 64 Gerichte mit der Weißwurst drin, von verschiedenen Vorspeisen, zum Beispiel eine Weißwurstsuppe, ein Weißwurstschnitzel. Wir haben ganz toll zum Beispiel
eine Spaghetti Carbonara, aber nicht mit dem Schinken, sondern mit der Weißwurst gemacht. Ich sage Ihnen, das ist der absolute Hit. Wir machen ja dann noch eine asiatische, das heißt, wir haben eigentlich quer durch die Welt alles mitverkocht, mediterran, asiatisch, ja. Alle, zum Beispiel ein Krautwickel haben wir auch gemacht mit einem Weißwurst und einem Weißwurstburger haben wir zum Beispiel auch gemacht. Also ganz toll, dazu kommen noch die ganzen Geschichten um die Weißwurst, natürlich um die Weißwurstkönigin. Ja, also ich würde es empfehlen, sich das Buch anzulegen, denn dann haben Sie jeden Tag für Ihre Weißwurst eine Alternative, die weiter zu verkochen. Also ich glaube, die Empfehlung war kaum zu überhören, sobald es im Buchhandel ist. Sobald es im Buchhandel ist. Und ist unter 20 Euro zu haben. Bewusst haben wir gesagt, ein Weißwurst, ein Kochbuch darf meines Erachtens nicht zu teuer sein. Das ist mir auch einmal als Geschenk. Ach, also unter 20. Unter 20. Ich habe 120 verstanden. Ja, das wäre mir auch natürlich ganz recht, aber das. Wenn Sie auch 120 verstanden haben, hätte ich nicht unter 20 Euro. So, und ich kriege aber die Rezepte kriege ich noch, ne? Die heute sämtliche Rezepte, ja, bin noch dran. Sämtliche Rezepte können Sie nämlich nachlesen bei uns auf der Homepage. Ich bin der für die Küchen zuständig ist, der Einzelanfertigung von Massivholzküchen macht und auf der Homepage die-moebelmacher.de, da können Sie das alle Rezepte nachlesen. Wenn Sie da auf Bio erleben gehen, da ist in der Tabelle sind sämtliche Köche zu finden und ab morgen, ab übermorgen wahrscheinlich haben wir da dann auch die Weißwurstrezepte, aber auch alle anderen. Es gibt da eine Suchmaschine, da können Sie einfach die Zutaten eingeben. Das heißt, wenn Ihnen Weißwurst noch nur noch einfällt und nicht mehr Wittmann und nicht mehr Neumark, dann geben Sie einfach Weißwurst ein, dann taucht dieses Rezept trotzdem auf. Ja, das ist doch optisch cool mit Tomate. Perfekt. Und übrigens, der, was ich vielleicht noch sagen darf, der Ideengeber des Weißwurst-Kochbuches eigentlich, oder unserer Weißwurst-Gerichte, das ist wieder einer unserer Kinder, und zwar der Tim. Sie müssen sich vorstellen, also wie gesagt, wir haben drei Kinder, und bei uns war das immer so, wenn die in die Schule gegangen sind oder in den Kindergarten, wenn sie gegangen sind, die gingen schon. Wenn sie daheim nicht arbeiten mussten, das Ganze klingt so ein bisschen nach Kinderarbeit. Dann war das so, bei uns am Samstag war immer Kinderweißwurst-Frühstück. Das heißt, bei uns sind immer am Samstagmorgen die ganzen Schulkameraden, die Kindergartenkameraden kommen, die haben gewusst, bei uns gibt es Weißwurst. Und dann war so ein ganzer Tisch immer voll. Und eines Tages hat der Tim mit seinen Freunden morgens gefrühstückt, Weißwurst gefrühstückt. Am Mittag habe ich gesehen, hat er sich das zweite Mal Weißwurst-Waren gemacht. Ist auch noch akzeptabel. Am Abend stand er in der Küche. Dann kam Tim daher, nahm sich wieder zwei Weißwürste vom Laden und schmiste abends in den Kochtopf und hat die warm gemacht. Da sage ich, Tim, haben wir nichts anderes als Weißwurst zum Essen? Ja, sagt er, mir schmeckt es halt so gut. Dann habe ich die Weißwurst geschält, sage ich, jetzt machen wir mal was anderes. Und dann habe ich die Weißwurst abgeschält, gehäutet, habe die in Scheiben geschnitten, habe dann Gemüse, Brezen, alles was dazugehört, da war Kartoffeln mit rein, habe das Ganze in eine Pfanne gegeben, habe das scharf angebraten, ein bisschen mit Petersilie noch abgewürzt und einen süßen Senf mit drauf und ganz zum Schluss habe ich ihm ein Ei, ein Spiegelei drauf gemacht. Das war dann ein Weißwurstströssel. Das hat ihm so gut geschmeckt, dass er das immer wieder verlangt hat und irgendwann haben wir das die Woche drauf auch bei uns auf die Speisekarte getan und Sie glauben es nicht, es war der Renner. Und so haben wir dann eigentlich ein bisschen die Gedanken gehabt, Mensch, wir könnten noch ein Weißwurst-Kochbuch schreiben, wir haben eine Weißwurst-Speisekarte, da sind immer 10 Gerichte mit der Weißwurst drum und ja, und so hat sich dann so entwickelt, dass man auch zwecks dem, was das Kochbuch hat, indem man einfach dann die Weißwurst immer am nächsten Tag, wenn sie überbleibt, weiterfahren. Die königlich servierte Weißwurst-Carpaccio. Guten Appetit Ihnen. So, jetzt machen wir das noch. Machen wir das über die Sauber. So, während Sie das Carpaccio. Moment, warum bin ich nicht mehr? Hey Leute, wir sind hier noch auf Sendung. Sag mal, Jan. Während da drüben die sind noch ganz fertig. Wir sind noch gar nicht fertig. Das war ein kleiner Wurm in der Technik. Wir sind nämlich eigentlich noch in der Zeit. Wir sind nur bei der Vorspeise. Ja, aber die Kleinigkeit machen wir noch.
wir beeilen uns, das heißt, wir sind dann voll, ja, fast voll in der Zeit. Genau. Also jetzt haben wir wieder Ton, jetzt kann man es wieder hören. Wir machen den zweiten Gang, gehen machen wir. Ja, wir machen gerne den zweiten Gang. Das heißt, wir machen eine asiatische Weißwurst aus dem Wok. Ja. Da hast du. Ich habe da ein bisschen Rapsöl in Knoblauch oder Knoblauch in Rapsöl eingelegt. Ich habe noch Olivenöl dazu. Wir jetzt die Weißwurst in Streifen geschnitten, ein bisschen anbraten. Ja. Was? Also auch da kann ich eine alte oder eine frische nehmen. Ne? Das erste Mal werde ich sicher mit einer alten machen, weil da ist es die Resteverwertung. Weil wenn ich meine Weißwurst kaufe, will ich eigentlich Weißwurst essen erst einmal. Und das geht ja auch. Wir haben ja erst unlängst in den Medien gehört. Ja? Wir Deutschen schmeißen ja fast 80 Kilo Lebensmittel weg. Genau. Ich persönlich habe das gelernt von Kindesbeinen an, dass man Respekt auch erweist an Lebensmitteln. Respekt von einem Tier. Mein Vater hat schon immer gesagt, wenn es raucht, fährt es auf, als wir noch selbst transportiert haben. Passt auf, aber eure Tiere lassen nicht viel ein, den Tieren muss es gut gehen. Das ist ganz wichtig und da sollte man auch mit den Lebensmitteln umgehen. Und wenn ihr da hört, dass wir Massen wegschmeißen, und also das kann einfach nicht sein. Und ich sage immer, wenn wir Lebensmittel wegschmeißen können, dann sind sie eigentlich viel zu billig. Auf der einen Seite zu billig, auf der anderen Seite fehlt das Bewusstsein. Ja, das Bewusstsein. In erster Linie das Bewusstsein. Und an beiden arbeiten wir hier. Ja. Also wie gesagt, die Weißwurst nur ein bisschen anbraten, die nehmen wir dann raus, dass einfach ein bisschen Röstgeschmack auch reinkommt. So, dann geben wir nochmal die Gewürze mit rein. Und dann kommt die Asiatenvariante. Dann kommt alles, wir haben natürlich schon vorgeschnitten. Das heißt, wir haben jetzt Bambussprossen mit drin, wir haben Karotten, Zucchini, was haben wir noch drin, Tim? Ingwer haben wir drin, genau. Ingwer, dann Frühlingszwiebeln haben wir drin, Paprika haben wir drin. Also haben wir einfach alles, was weg muss, was Sie im Kühlschrank zu Hause haben, geht damit rein. Je dünner Sie natürlich das Ganze schneiden und desto feiner, desto kürzer natürlich auch die Garzeit. So, und das machen wir dann zusammen. Und dann sieht man das dann nochmal vermengt. Wird alles vermengt. Wir geben jetzt noch ein bisschen Sojasauce mit rein. Dann können wir wieder an die. Also Soja, wie ist es im Prinzip auch von sämtlichen anderen Wokgerichten? Hier habe ich dann zum Beispiel einen Ananassaft, ein bisschen Tomatensauce mit vermengt alles, typischer süß-säuerlicher Geschmack, ein bisschen Zucker ist auch reingekommen. Sind wir dann ruhig bei Zeiten, wenn es ein bisschen geschmort hat, das Ganze, also nur so gedämpft im Prinzip, kann man die Soße schon dazugeben, dass das Ganze auch ein wenig in der Soße natürlich mitkocht, ja, dass auch Geschmack annimmt. Achtung, ein bisschen was rein. Das geht schon mal schneiden, genau. Dann haben wir den Schnittlauch für die Garnitur. Ja, und dann werden wir so, wenn wir dann alles drin haben, schlage ich vor, dann gehen wir rüber, ja, auf die andere Bühne, denn dann, wir haben jetzt die Weißwurst gebraten. Das ist im Prinzip hier eine Wokpfanne mit Soja, mit Ananassaft, mit allem, was man so vom asiatischen Kochen kennt. Und da kommt dann die Weißwurststreifen rein. Wenn dann alles und fertig unsere ist. Unsere Gäste sind immer nicht so ganz fertig, genau, mit dem ersten Gang. Ja. Deswegen schlage ich vor, wir machen das jetzt, machen das fertig. Wir bedanken uns ganz herzlich für das Weißbier bei der Lamsbräu, bei der Nadja, beim Tim und beim Norbert Wittmann für die Weißwurstkurse des heutigen Tages. Dankeschön. Gerne. Und dann gehe ich schon wieder rüber zu Susanne. Wir machen das hier noch in aller Ruhe fertig, aber ihr könnt bereits weitermachen. Ja. Jetzt. Yes. Da hinten wird noch kicken lassen sozusagen, ja, die Weißwurstspinne, die ist auch noch voll.
in Action und wir werden auch ein bisschen in Action kommen, denn wir haben ein ganz tolles Thema. Eine Talkrunde gibt es wieder bei uns hier auf der Bühne, auf dem Hauptplatz. Die Möglichkeit ist, Lohnschleuderns anbieten. Wer im dritten Stock wohnt und vielleicht zwei Völker irgendwo bei der Oma im Garten hat, der hat nicht unbedingt die Möglichkeit, sich noch eine Schleuder anzuschaffen. Da wollen wir helfen.